Alexander Gottschalk. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, dass Sie dann immer zumindest den demokratischen Diskurs hier ermöglichen, aufgrund des undemokratischen Verhaltens der anderen Parteien, die selten Zwischenfragen zulassen. Vielleicht, weil Sie Angst haben, mit der Realität konfrontiert zu werden. Die erste ist ja, Sie haben ja noch nicht mal einen Wahlkreis, Herr Hartmann, und reden hier über einen Wahlkreis. Aber kommen wir mal zum Lebensirrtum aller Parteien, die hier länger sitzen. Das kanadische Modell, was hier immer als Vorbild so schön zitiert wird, oder ein modernes Einwanderungsrecht, damit hat Ihr Gesetz schon mal gar nichts zu tun. Es müsste erst mal Geringfügigkeits- oder geringfügig qualifizierten Gesetz heißen, dass hier die Einwanderung ermöglicht wird. Das kanadische Modell ist deshalb so stark, weil das Land attraktiv ist. Wirtschaftszahlen, wir haben den Wirtschaftsminister, der hat ja so viel Ahnung von Wirtschaft wie meine Mutter, sie möge es mir verzeihen, von Fußball, nämlich keiner. Australien hat einen Steuersatz von 30%, Spitzensteuersatz, Einkommensteuer. Die USA 37%. Kanada, spitzen Sie die Ohren, liebe Schuldenkoalition, 29%. Und Deutschland im OECD-Vergleich, 42% Spitzensteuer und 47,8% Abgaben für Alleinstehende. Ich nehme jetzt mal bewusst Alleinstehende. Das ist der erste Grund, warum Leute kommen. Das ist aber auch der zweite Grund, warum seit 2022 die aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung eine Viertelmillion deutscher qualifizierter Kräfte abgewandert sind. Und davon ist der größte Teil, das sind Akademiker, also das ist ein Schmarrn. Die Menschen wandern ab aufgrund ihrer Politik. Deswegen sind Ärzte nicht in Krankenhäusern. Deswegen gibt es keine Heizungsbauer. Die werden nämlich mit rotem Teppich in Kanada empfangen. Und wenn Sie dann von Kanada sprechen, Herr Kollege, da müssen Sie ein Jahr in der Lage sein, die Sozialleistung zu finanzieren, weil Sie auch mal arbeitslos werden können. Sie geben hier das Geld, die Kollegin Schön hat es gesagt, Preis. Es ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme, die Sie ermöglichen. Es ist ein Etikettenschwindel. Sie machen aus Ihrem Asylrecht im Prinzip ein Geringfügigkeits-Einwanderungsgesetz, meine Damen und Herren. Kommen Sie zum Schluss. Das ist eine Kurzintervention. Ganz kurz, das muss hier noch gesagt werden. Wir haben in Deutschland überhaupt nur noch 19 Millionen Menschen, die Nettozahler sind. Herr Gottschalk, die Zeit ist jetzt wirklich um für die Kurzintervention. Okay, also beantworten Sie mir mal die Frage, was Sie da eben postuliert haben und wo Sie diese irrigen Aussagen hernehmen, Herr Kollege. Herr Hartmann, möchten Sie antworten?